Willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal werde ich euch mit einem Spiel beglücken, welches nicht allzu lange gehen wird, zumindest hoffe ich das, und von einer relativ bekannten Persönlichkeit erstellt wurde. Jeder kennt Spiele wie Captain America gegen die Nazi-Mutanten-Bestien von Andromeda, oder das sich noch in der Entwicklung befindliche Wolfenhain, oder das noch viel berühmtere Die Reise ins All. Letzteres werde ich nie Let's Playen, voraussichtlich nicht, denn ich habe es sowohl in der Demo als auch in der Vollversion schon durch und dieses Spiel wäre einfach nichts Neues für mich. Auch wenn es zwei, drei Anfragen dazu gab. Hey, The Metal, spiel doch mal Die Reise ins All. Nein, tut mir leid, das werde ich nicht. Aber ich bin ein so großer Fan von Real Troll, so der Entwickler, dass ich so ziemlich jedes seiner Spiele Let's Playen werde, welches ich noch nicht kenne. Captain America kenne ich bereits. Ist auch schwer, ab einer bestimmten Stelle. Sein Wolfenhain werde ich spielen, sobald es herauskommt, als Demo. Tja. Aber was bleibt denn noch übrig? Keines dieser drei Spiele spiele ich hier. Dies hier ist ein Contest-Beitrag zu Beiders Contest, in dem es darum geht, ein möglichst schweres Spiel zu erstellen. Ich habe mal in dieses Spiel reingeschnuppert und muss sagen, doch, es ist schwierig. Schwierig, aber es macht auch sehr viel Spaß. Es besitzt den natürlichen Charme eines Real-Troll-Spiels. Es ist Eldorado. Ein relativ kurzes Spiel. Nicht weniger herausfordernd. So, Aktion, Enter, Heldenlenkung, Pfeiltasten und Spielende F12. Das typische für ein RPG-Maker-Spiel. Auf geht's. Ja, Eldorado. Hier geht es um Gold und Schätze. Denn Gold sind Schätze. Ich spiele auf Normal für den Rest der Welt. Das andere wäre der Chuck Norris-Modus. Intro? Natürlich gerne. Denn dieses Intro zeigt auf beeindruckende Weise den Stil von Real Troll. Seine beeindruckenden eigenen Carsets, sein Humor, sein Stil, seine Inszenierungen und irgendwo auch ein wenig sein Hang für Dramaturgie. So. Es gibt hier verschiedene Level. Es geht immer darum, an das Gold heranzukommen. Doch wir kommen nicht ran. So ein Mist. Und in jedem Level hat man nur eine Minute Zeit. So, zufällig kenne ich in diesem Level die Lösung. Ich habe nämlich versehentlich das alte Video gelöscht. Ha. So, ich hole mir erstmal einen Knüppel. Schlag die Qualle tot. Ich habe die Qualle. Ah ja, hier oben ist eine Krabbe. Die elektrisiere ich. Okay. Lach mich tot. Hol mir die Krabbenschere. Hau aufs Seil und werde gefressen. Ja, das war alles geplant. Okay, das Level nochmal von vorne. Freuen. Knüppel. Qualle. Qualle erhalten. Krabbe elektrisieren. Töten. Lachen. Krabbenschere bekommen. So, ich hatte eine Krabbenschere. Ja, genau. So ein Felsen auf einer Palme macht sehr viel Angst. Doch zum Glück habe ich eine. Nein, halt, das mache ich nicht. Ha, ist doch falsch. Die Liane. Habe ich mit der Krabbenschere umgenietet, könnte man sagen. Und die Liane verwende ich, um hier hochzukommen. Und nun habe ich das Gold. Küsse es. Steck es ein. Freue mich noch mehr. Oha, das.